So, ein herzliches Willkommen. Warte mal ganz kurz. So, ein herzliches Willkommen. Ja, wie Titel schon sagt, wir spielen jetzt mal ein anderes Spiel. Und zwar habe ich ja schon eine Weile ETS gespielt jetzt. Ich meine, wir haben ja immer 56 Folgen schon. Und auch bei Mindtest habe ich mittlerweile länger gespielt, als ich eigentlich wollte, weil das Mindtest Let's Play soll ja eigentlich bloß ein Test-Let's Play gewesen sein. Ne? Das sieht ja überall 4K 60 FPS-Test. Oder wie so. Jetzt sind das aber auch schon ganz viele Folgen und ich will aber das nicht zu weit ausbauen, weil wenn ich dann endlich Glasfaser habe, soll dann ja mein richtiges Mindtest Let's Play weitergehen. Also wieder auf meinen Servern und so. Wo ihr dann auch wieder auf meinen Server mitspielen könnt und so. Und vielleicht dann auch ein bisschen so mit Livestream und dies, das, aber wie gesagt, das ist alles erstmal Zukunftsgeschichte. Jetzt auf jeden Fall dachte ich mir, da ja einer meiner mir bekannten Personen jetzt auch ATS gespielt. Da hatte ich mir, okay, komm, wir wollten ja auch mal ein bisschen mit ATS spielen, also hatte ich zumindest schon mal ein bisschen so vorgeschlagen. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich fange damit jetzt an, weil heute so ein perfekt scheiß warmes Wetter ist, was für Aufnahmen perfekt ist. Ja, deswegen werden wir jetzt wahrscheinlich erstmal so 56 Folgen ATS spielen. Und wenn ich dann so die 56. Folge erreicht habe, dann werden wir wahrscheinlich immer so ein bisschen abwechselnd, also mal ETS, mal ATS spielen, sodass wir folgenmäßig immer so auf gleichem Niveau sind. Ne? Genau, das soweit dazu. Und dann fangen wir mal direkt an. Ich habe ATS auch soweit hoffentlich schon brauchbar vorbereitet. Also ich muss noch die Kamera umschalten. Ja, nein. Das ist zu groß, das ist gut. Nein. Wo ist denn ATS? Ich habe doch ATS bereits auf da. Alles vorbereitet. So, ich hoffe auch richtig. Ah. Der Intro funktioniert schon mal. So, ich hoffe auch mal audiomäßig ist alles. Klingt gut. So, da sind wir. Unser schöne Avatar. Ja, gleiches Bild. Leider gab es nicht das gleiche Logo. Ja, das heißt, wir haben hier leider den Adler. Also nicht leider, ist der Adler ist ja für ein schönes Logo. Aber dieses schöne KDE-ähnliche Logo gibt es hier leider nicht. Deswegen passt das Bild jetzt vielleicht nicht mehr so ganz zu unserem Firmennamen. Aber ich wollte trotzdem auch einfach den Firmennamen nehmen, den wir bei ETS genommen haben. Ja, ne, Konto komplett neu, Level 0 gefahren, Strecke 000, habe ich gerade das alles jetzt angelegt. Und auch so die Steuerungsdateien habe ich rüber kopiert, also Steuerung und so sollte alles gleich sein. Ja, genau. So, das heißt, wir legen jetzt einfach direkt mal los. Spiel fortsetzen. So. Jetzt habe ich mir noch gar nicht überlegt, in welcher Stadt wir überhaupt beginnen wollen. Wir haben hier so eine scheißgroße Auswahl. Ich persönlich würde gerne, hier oben ist mir das zu grün und ne, zu. Ich würde gerne so ein bisschen so im Steppengebiet beginnen. Jetzt weiß ich aber überhaupt nicht, was alles dazugehört. Wir können hier sowieso nur bloß ein paar. Bakersfield, Fresno. Okay. Ein paar Städtenamen sagen wir sogar aus diversen Filmen und so schon was. Also ich spiele ja auch privat ATS und da habe ich tatsächlich hier oben in Seattle begonnen. Da will ich aber hier im Let's Play eigentlich nicht so beginnen. Wie gesagt, ich wollte eigentlich eher so ins Steppengebiet gehen. Denver. Ist auch ein bekanntes Gebiet. Vielleicht sollten wir da beginnen. Lemmer, nee. Santa Fe. Da kommen sehr schöne Loks her. Wobei ich nicht weiß, ob die da wirklich produziert wurden oder einfach nur da fahren oder einfach nur von da ihren Namen haben und sonst mit der Stadt gar nichts zu tun haben. Aber ich glaube mal, Santa Fe, den Zug Santa Fe kennt jeder. Phoenix. Da könnten wir natürlich auch beginnen. San Diego. Ja gut, die Städte hier kennt jeder, ne? Okay, vielleicht doch nicht. Hä? Genau, Bakersfield kennt wahrscheinlich jeder, San Diego kennt jeder, Los Angeles kennt sowieso jeder, San Francisco auch, Santa Cruz, Santa Maria.
Hab da gerade Hurensohn gelesen. Ah, schön. Geil. Geil. Sehr geil. Ja. Ich kenne mich schon, bitte steht halt nicht wirklich so aus. Ich glaube, ganz ehrlich, wir beginnen wirklich einfach hier hinten in Denver. Colorado Springs, ja, okay. Die steht hier unten, sagen wir halt wirklich eher, okay, Roswell kennt auch vielleicht jeder. Hieß so nicht auch ein Präsident, Roswell? Ach, ich kenne mich mit Präsidenten ja in Japan. In Amerika überhaupt nicht aus. Ja. Oh, Salt Lake City. Kennt man ja auch aus Filmen, also Spielfilmen, Animes, Salt Lake City. Woher kenne ich dich? Egal. Ja, ich würde mal schon sagen, wir fangen hier einfach. Ich bin echt überfragt, Leute. Ich bin echt überfragt. Ich kenne mich halt in Ami-Land nicht so sehr aus. Wie gesagt, Stadt, die jetzt nicht so grün ist, sondern wirklich eher so in so einem bisschen Trockengebiet liegt. Ich weiß halt nicht, ob Colorado auch schon Wüstengebiet ist. Ich meine, halb Amerika ist ja Wüste. Deswegen frage ich mich auch, warum gerade die nicht an Klimawandel glauben. Also, ja. Kann sein, dass ich jetzt schon 50 Minuten alleine damit verbringe, eine Stadt rauszusuchen. Ich komme mir gerade ein bisschen dämlich vor hier. Muss man ja schon mal so sagen. Also ihr könnt ja mal im Video vielleicht auf die Stelle vorspringen, wo ich aufgehört habe, mit der Stadt zu suchen. Komm, wir gehen einfach nach Phoenix. Oder? Phoenix klingt gut. Bestätigen. So, möchtest du? Ja, komm. Ich meine, wir kennen die ganzen Sachen schon aus ETS, aber vielleicht guckt sich ja jemand dieses Let's Play an, der mein ETS-Let's Play nicht guckt. Außerdem gehört es einfach dazu, ja. Also jetzt kackt euch mal nicht ins Hemd hier. So, mal gucken, wie schön grün. Also ich hoffe nicht so grün wie gerade das Bild. Ja, das sieht schon besser aus so von der Steppengegend, ja. Welcome in American Truck Simulator. Endlich hast du erschafft deine. Achso, ist ja Deutsch. Endlich hast du die Chance auf deinen Traumjob. Das Fahren eines LKWs. Fehlt da noch ein S? Egal. Was? Scheiß Mikrofon. Deine eigene Transportfirma hat nun ihre Pforten geöffnet. Wir haben nur noch gar keine Firma. Egal. Leider fehlt dir aber das Kapital für einen LKW. Ja, warum öffne ich dann eine Transportfirma ohne LKW? Ich habe doch laufende Ausgaben. Und keine Einnahmen, weil ich ja noch kein LKW habe. Wer ist so dumm, Alter? Ich dachte, wir spielen raus aus den Schulden und nicht rein in die Schulden. Egal. Bis auf Weiteres wirst du daher als Angestellter für andere Speditionen arbeiten müssen. Dein Auftrag ist es, oder meinen Sie damit, weil man ja als Trucker auch meistens selbstständig ist? Wenn man jetzt nicht gerade für eine Spedition fährt. Obwohl, selbst wenn man für eine Spedition fährt, fährt man ja meistens als eigenständiger Berufsfahrer. Ja, egal. Dein Auftrag ist eine Ladung Mörtel. Oh, für Sell Goods. Sicher zur Entladestelle nach Phoenix zu bringen. Ich will immer Phoenix lesen. Dein Arbeitgeber hat dich mit einer Zugmaschine ausgestattet, hoffentlich auch mit einem Auflieger, und wird sämtliche Spesen tragen. Fahre sorgsam und sei pünktlich. Darin sind wir bekanntlich gut. Wir kriegen $360. Das ist. Ach so, ja, und ich habe alles auf Englisch gestellt, ja. Also, ich mag es persönlich halt eher, ne? Das heißt, klar, die Sprache ist natürlich Deutsch, ne, logisch. Aber Gameplay. Dies ist hier eigentlich alles richtig. Müdigkeitssimulator, Bußgelder machen wir generell nicht. Auftragslänge, ja, doch, das ist eigentlich alles richtig. Zufällige Straßeneinsätze wollten wir immer ein bisschen höher. Nee, das niedriger und das höher. So haben wir das ja gemacht, glaube. Bringwahrscheinlichkeit ist in Amerika ganz gut so. Wobei ich nicht weiß, vielleicht.
ist das auch angepasst, dass das nicht genauso viel Regen bedeutet wie in ETS zum Beispiel. Egal. Man muss umkehren. Oh, das gibt jetzt auch verschiedene Zeitzonen. Gab's das schon immer? Weil gerade in ETS wäre das ja so ein Ding, ne? Ah, egal. Lenkrad zentrieren, Nummer, ja, Zettel aufsatteln für Erfahrene, genau. Geschwindigkeit so nicht. Was habt ihr eigentlich gerade gesucht? Achso, genau, wegen Sprache. Genau, die Sprache ist zwar Deutsch, aber alles andere ist amerikanischer Standard. Ja, also die Region, Währung, dass wir halt keine Liter haben, sondern Gallon. Keine Ahnung, wie man das genau ausspricht. Gallonen. Ja. Das habe ich mal nicht aktiviert, weil ich glaube mal, wie gesagt, die meisten Namen kenne ich zwar aus diversen Filmen oder auch Dokumentationen direkt. Ich gucke ja sehr viele Dokumentationen, gerade so amerikanisch-nationsbezogene Dokumentationen. Was laber ich hier gerade? Keine Ahnung. Genau, auf jeden Fall kenne ich dafür die diverse Ländernamen, aber halt nicht alle. Und deswegen, ne, machen wir mal lieber auf Deutsch. 24-Stunden-Zählung habe ich auch. Mag ich persönlich eigentlich ja, aber wie gesagt, ich will mich hier so weit wie möglich an amerikanischen Standards halten. Deswegen machen wir auch tatsächlich das mit diesen AMPM. Natürlich Meilen, Pfund, Fahrenheit, ne? Kennt man ja, und halt wie gesagt die Gallon. Verbrauchseinheiten. Weiß ich gar nicht. Achso, genau, hier, das ist. Hä? Also hier sind Meilen pro Gallone. Aber warum gibt es einmal in... Gibt es etwas zwischen Gallonen auch Unterschiede? Macht da jeder sein eigenes? Obwohl stimmt, hier oben gibt es auch verschiedene US... Also US und britische. Naja, die Briten machen sowieso mehr eigenes Scheiß. Wie gesagt, wir interessieren uns hier am amerikanischen Standard. Ich stelle es hier mal sicherheitshalber direkt so ein. Was? Hat sich schon gerade was verändert? Egal, keine Ahnung. Ja, so. Und ansonsten stimmt alles. So, wollen wir noch mal ganz kurz gucken hier bei Audio, ob hier auch alles stimmt. Deutsch, Helga. Hier machen wir auch mal die englische. Was ist denn hier? Dog. Skies. Da machen wir mal... Das dürfte ein Typ sein, oder? Drive safe. Ja, klingt interessant. It's all over now. Das ist genau meine Lebenseinstellung. Ja, das ist genau, ne? Warum noch weitermachen? So, ja, ich würde mal sagen, das nehmen wir so direkt. Ach komm, nee. Komm, fürs Let's Play ist ein deutsches Let's Play. Wir bleiben einfach hier bei Helga. Neu berechnen. Nee, komm. Ach, scheiße. Egal. Japanisch. U-Turn してください. Die klingt ja komisch. Ich meine, sprachlich perfekt, keine Frage, aber ihre Stimme, was ist das für eine Frau? 速度制限 に注意してください. Der Typ klingt schon normaler, aber die Frau, die klingt irgendwie so ein bisschen... 直進です. 左車線です. Entweder haben sie ihr Mikrofon komisch eingestellt gehabt, die klingt irgendwie so dumpf, oder? Ist doch völlig egal. Ja. Wir machen, nee, wo jetzt? Wo? Wo ist ein Amiland? Ich habe alles kaputt gemacht. Portugal, Polski, Franz, Espanol. Ach ja, hier, Englisch. US, genau, das. So. Keep right. Genau. Wieso keep right? Ich dachte, keep straight. Immer mit dem Kopf durch die Wand. So, genau, so lassen wir das. So machen wir, genau, perfekt. Und wir, würde mal sagen, wir fahren einfach mal los. Wir haben ja hier unsere erste Missionchen, die ja nicht sehr lang ist, aber ist halt die Anfangsmission, ne? Die ist ja eher so als Einführung. So, wir starten mal den Motor mit E. Okay, here we go. Der Sound von den amerikanischen Trucks ist einfach mal milliardenmal besser als deutsche Trucks, Alter. Ha! Genau, du kannst Folgetasten verwenden, um LKW zu bewegen. Kennen wir auch alle schon. W ist losfahren, also vorwärtsfahren. Es ist halt rückwärtsfahren, ne, und AD und so. Jetzt ist er schon komplett raus. Innenansicht 1, 2,
Oh, wir haben so einen Stoffauflieger. So einen, oder so einen Planenauflieger. Alter, ich hasse diese Auflieger, wo die beiden Hinterachsen so extrem weit auseinander sind. Das sieht doch hässlich aus. Ich meine, klar, für die Stabilität vorteilhaft, keine Frage. Ich meine jetzt wirklich rein vom Aussehen her. Sieht das halt wirklich hässlich aus. Egal. Darum geht es hier gerade nicht. So, Vogelperspektive. Die haben ja sowieso alle einen Vogel hier. Ja? Guckt euch diese Räder an. Wie die Rädern kann. So, nächste Ansicht. Okay. Das ist sowieso die beste Ansicht. Ja. Und was jetzt? Achso, Return. Warum steht da nicht drücken? Drück Enter. Wer sagt heute noch zu dieser Taste Return? Sagt doch irgendeiner Return? Egal, so, haben wir noch vier. Vier haben wir. Mein Hänger rammelt die Laterne. So, genau, vier ist Dachansicht. Sieht man nur wenig, weil man das Dach kaum sieht. Aber man sieht ein bisschen so hier unten so diesen Frontspoiler. Und dieses komische Wappen vom was auch immer. So, dann haben wir. Bleib doch stehen hier. Fensteransicht gibt's gar nicht. Ah, ne, ist fünf. Fensteransicht können wir hier aus dem Fenster gucken, da weiß ich. Boah, diese scheiß Straße hier. Ne, kennt man auch. Dann haben wir noch. Stoßstangenansicht. Ist jetzt die Stoßstange nicht ein bisschen tiefer? Das ist doch die Motorgrill-Ansicht oder was? So, Radansicht. Haben wir sie schon alle angeguckt? So, dann haben wir noch die TTV-Ansicht hier. Die immer so perfekt funktioniert, weil wir jetzt den LKW genau gar nicht sehen, weil ein fucking Haus zwischen uns ist. Meine Fresse, also diese TV-Ansicht müssen sie echt überarbeiten. Die funktioniert kein bisschen. Die bringt nix. Was soll die? So, und dann haben wir hier halt die neuen, ne, womit wir halt durchswappen können. So. Dann gehen wir mal wieder auf die eine. Achso, sind wir gerade schon. Drücken Sie dann Return, um vorzufahren. Machen wir mal. So, es wird Zeit, dass du eine Lieferung machst. Verwende die Routen Advisor, kennen wir auch schon, F1. Genau, haben wir Spiel unterbrechen. Was? Ach, ja, okay. Die sollten vielleicht auch sagen, dass ich das Ding auch erstmal aktivieren sollte, wenn es nicht aktiv ist. Wobei, die können ja nicht wissen. Ne, muss man erstmal F3 drücken, damit man das Ding überhaupt sieht. So, jetzt haben wir nämlich F1. Können wir jetzt hier pausieren. Genau, jetzt haben wir hier oben unsere Schnellstatusanzeige, unser Navigationsdings, was wir auch durchswappen können mit der F5-Taste. So, dann haben wir hier unten halt die Quickie-Tasten quasi. So, dann haben wir mit 5 haben wir halt den Navi, mit 6 habe ich Schnellspeichern. 7, normalerweise sind die Tasten ja anders, ne? 5, F6, F7, F8, ich habe die aber halt umbelegt. Damit die ein bisschen mehr die Tasten entsprechen, die ich halt aus Doom kenne, von damals, ne? Deswegen habe ich auf F6 immer schnell speichern und auf F9 immer schnell laden. Ist halt so. So, das heißt, bei uns ist jetzt F7, haben wir hier die Übersicht über unsere aktuelle Frachtauslagerfahrt. F8 ist der Zustand und F10 ist Kurznachricht. Genau. So, dann haben wir das auch. Fortfahren. So, also jetzt sagt uns das nochmal alles. Danke. So, Tutorial schließen, das war's schon. Okay. Gut, dann können wir jetzt hier wieder raus. Bop. Das Ding brauchen wir eigentlich nicht, weil wir haben hier im LKW bereits ein Navi. Das heißt, wir können jetzt direkt losfahren. Alles richtig eingestellt, betriebsbereit. Folge der ausgewählten Route, um zum Ziel zu gelangen. Das machen wir doch mal. So, wo kommen wir hier lang? Da hinten können wir lang, oder wir können auch hier einmal drumherum. Die können wir nicht. Also müssen wir hier lang. Okay, also einmal hart lenken. Hart Feuerbord, Matrose. So. Ah, mit dem Auflieger kommen wir locker dran vorbei. Diesmal müssen wir die Laterne nicht rammeln. Oh, ist ganz schön laut, oder? Alter, wie laut ist denn das Spiel, bitte? Hat das... Oh. Wieso hat er das nicht übernommen? Gesamtlautstärke war doch hier. Ich hatte doch alles eingestellt gehabt. Hier unten hat er auch alles zurückgenommen. Das sollte eigentlich... Okay, also mit den Einstellungen von dem Spiel, das läuft nicht wirklich gut. Scheinbar gibt es da manche Einstellungen, die für das Spiel global funktionieren, die man bei dem Intro, also bei der Profilauswahl da einstellen kann. Und innerhalb der Profile scheint da manche Sachen dann aber noch zu überschreiben. Das ist natürlich sehr dumm.
Jetzt muss ich mal gucken, ob noch alles stimmt. Also Musiklautstärke ist runter, genau, Radio-Lautstärke ist ja. Wobei die auch ein bisschen höher war. Die war, wo war die eigentlich? Weiß ich gar. Ah, nee, doch, war so richtig, genau. Menümusik haben wir auch keine. Intro-Musik haben wir nämlich. Warum kann ich das denn hier überhaupt einstellen, wenn das hier im Menü dann sowieso eine andere Einstellung ist? Ist ja egal, ja. So, alles andere stimmt. Genau. Sollte also so alles passen. Ja, das ist schon wesentlich besser. Okay. Jetzt platzen euch nicht die Ohren. Oder mir. Oder uns allen. So, und jetzt können wir auch ein bisschen Radio machen. Wir haben hier diverse Musik. Immer wieder hier. Zufall. Hier hatten wir immer genau 4 Striche, ne? Also ungefähr so. Und dann let's go. Yeah. Let the beat goes up. So, und dann... Oh, folgen wir einfach mal der Route hier. Wie schön, dass hier die Dinger auf sind. So, wir dürfen 40 fahren. Ja, wichtig, wie gesagt, hier ist jetzt alles in Meilen pro Stunde. Also MPH, Mile per Hour, ne? Das heißt, wir dürfen 40 Meilen pro Stunde fahren. Alleine deswegen macht es schon Sinn, das alles hier auf Meilen eingestellt zu haben, weil unser Navi hier, das geht ja, ist ja ein... Obwohl, weiß ich gar nicht. Ich sag, hab ich actually noch nie probiert. Wenn ich jetzt hier sage, die Maßeinheiten sollen km/h sein. Längeneinheiten, Geschwindigkeitseinheiten. Gewicht ist das ja. Temperatur, Volumen, Verbrauch, Anzeige. Was? Wir machen einfach mal hier auf Europa. Gibt's gar nicht. Ah, die doch. So. Jetzt habe ich ja wahrscheinlich, genau, jetzt habe ich hier km/h. Aber das müsste ich jetzt im Kopf immer umrechnen, weil unsere Anzeige ist natürlich hier MPH. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal wissen, wie viel MPH sind denn 64 km/h. Und allein aus diesem Grund macht es halt schon Sinn, dass man alles halt auf amerikanischen Style hat. Gameplay. So, machen wir mal wieder hier USA. So, 40 Mal dürfen wir fahren, da sind wir noch weit von entfernt, wobei da vorne ist rot. Und da vorne ist auch schon direkt das Ziel. Alter, da ist die erste Strecke mal super kurz. Gut, dann räumen wir mal direkt wieder aus hier. Und wichtig ist, man sieht schon, in Amerika, finde ich ultra geil, sind die Ampeln immer hinter der Kreuzung. So ähnlich wie auch in Japan. Was ich sehr geil finde, weil ne, die amerikanischen LKWs... Oh, Alter, wieso kommt der so schwach? Die amerikanischen LKWs, die, wie man sieht, hat man nicht sehr viel Sicht nach oben und unten, wie bei den europäischen Trucks. Und wenn die Ampel direkt vor einem wäre und dann 3 Kilometer weit oben, da siehst du halt nichts mehr. Und dementsprechend, da natürlich Amerika für ihre Trucks auch ausgelegt sind, hat man wahrscheinlich deswegen unter anderem auch die Ampeln hinter die Kreuzung gelegt, damit man auch als Truckfahrer die Ampel noch sieht, weil die halt denn... Ne, kennt man 3D-Perspektive, wenn weiter weg, sieht es aus wie weiter unten und damit im Sichtfeld. Ne? genau. So, let's go. Wir müssen nach links, Straße ist frei, sehr gut. So, wow. Muss ich unbedingt an diese lange Motorhaube gewöhnen. Wie gesagt, ich habe schon ein bisschen ATS gespielt, eine ganze Menge sogar. Aber ist alles schon ein bisschen her. Hier müssen wir nicht rein, wir müssen da rein, okay. Ich verstehe gar nicht, was die sagt. Kann die mal Deutsch sprechen, die Alte? So. Da sind wir schon. Sehr geil. Gute Arbeit. Worauf wartest du jetzt noch? Na, darauf, dass ich hier... Enter. Ah, nee. T. Ah. Nicey. So, wir haben eine ganze meilige Strecke zurückgelegt. Und haben dafür 20 Minuten gebraucht. Alter, das wären ja gerade mal 3 Meilen pro Stunde Durchschnittsgeschwindigkeit. Hm, ja, gerade nicht mal so schlecht. So, wir haben Warping $360 bekommen. Frei wie der Wind. Ja, glaube ich aber eher weniger, wir haben keinen LKW. Wir brauchen unbedingt einen eigenen LKW. So, da haben wir unseren Truck Headquarters. Es ist eine Firmenzentrale. Also eine schlichte Garage, nichts Besonderes, aber immerhin ein Anfang, dafür, dass du noch nicht mal einen LKW hast.
Leider hast du noch nichts, was du dort abstellen könntest. Deshalb hast du hier auch keine, deshalb kannst du hier auch keine LKW sehen. Hast du erstmal genug Geld verdient oder eine Zugmaschine gekauft, so kannst du dich frei bewegen. Und dir eine Zugmaschine gekauft, Alter. Und deine Geschäfte von hier betreiben. Viel Glück. Das wäre eine kurze, ne? Einführung. So, wir sind Neuling. Wir haben schon 17 EP, eine Meile und eine Bewertung von 0. Ist das gut oder schlecht? Wähle deinen nächsten Auftrag. Aha, genau, hier können wir den nächsten Auftrag wählen. Ne, noch können wir nur Schnellaufträge machen. Preis pro Streckeinheit, genau. Boah. Das ist schon ordentlich. 120.000 Pfund. So. Warum direkt so eine Schwertransporte? Brauchen wir dafür nicht mehr EP? Dachte ich. Nicht? Ich wollte erstmal ein paar normale Routen hier fahren. So wie sowas hier zum Beispiel. Oh, der sieht geil aus, ne? Schöne alte LKW. Das ist ja so mein Lieblingsmetier. Von daher würde ich bei eher sagen, einfach mal das hier. So, 4 Minuten haben wir noch. Ich glaube, ich mache mit der Folge erstmal dann direkt Feierabend. Als Einführungsfolge sollte das dann aber reichen. Und dann können wir nächste Folge hier direkt weiter loslegen. Quick Save funktioniert. Ja, bei ATS brauche ich oder spiele ich immer mit beiden Rückspiegel, also hier mit beiden Rückspiegel-Einblendungen, weil der linke Rückspiegel, der ist immer außerhalb der Sichtweite und ich will nicht mein Sichtfeld noch kleiner machen, indem ich alles zusammenstrumpfe, damit ich den linken Rückspiegel sehen kann. Also mache ich einfach, scheiße ich auf den hier und aktiviere einfach den, das Ding. Ja. So, okay. Dann soll es dann erstmal gewesen sein. Okay. Aber wir sind gerade ein bisschen zu crazy. Und dann soll es das mit der ersten Folge von ATS auch gewesen sein. Jo. Von daher. Nein. Das da. Ja, von daher würde ich mal sagen. Ciao.